Herzlich willkommen zurück in Pat City, die beste Stadt in ganz Minecraft. Eine neue Eisdiele hat in Pat City eröffnet und ein sehr komischer Eismann-Verkäufer ist dort am Start. Pat entdeckt eine unbekannte Person am Straßenrand. Diese gibt ihm einen entscheidenden Tipp. Und warum diese Eisdiele so verflucht ist und keiner dorthin gehen sollte, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück in Pat City, der besten Stadt in Minecraft. Und wir haben heute jede Menge vor, aber zuerst schauen wir uns natürlich eure Kommentare an, weil ich freue mich immer, wenn ihr Kommentare schreibt und bedanke mich auch an dieser Stelle für eure Aktivität. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt mir ja gerne mal zeigen, dass ihr aktiv seid, indem ihr an dieser Stelle genau jetzt ein Like da lasst und ein Abo. Würde mich freuen. Und ja, Leute, wir haben heute vor, zum Eismann zu gehen, weil, ich habe das noch gar nicht erzählt, der Eismann ist neu in der Stadt. Eine ganz kurze Info, falls ihr zufällig auf der Suche seid nach günstigen Spielen, dann könnt ihr sehr, sehr gerne mal die Beschreibung abchecken. Der erste Link in der Beschreibung ist der Link zu meinem Partner G2A. Da gibt's günstige Spiele, zum Beispiel Minecraft, viel, viel günstiger. Also Leute, einfach mal Beschreibung abchecken. Und ja, und ich merke gerade, ich werde angerufen. Ist das vielleicht sogar der Eismann? Moment, ich gehe mal kurz ran. Ah, das ist der Eismann. Hallo? Oh, hey. Ich wollte nur ganz kurz Bescheid geben. Der Tisch ist ja reserviert für dich. Ich habe das Eis schon vorbereitet. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Komm vorbei, aber bitte lass es nicht später werden. Tschüss, ich muss auflegen. Wow. Okay, das ging ja sehr schnell, muss man wirklich sagen. Wir schnappen uns jetzt mal unser Auto, obwohl das ist noch getankt, ne? Oh, perfekt. Ich habe das nämlich erst frisch getankt und ja, viele fragen ja auch immer, was ist denn hier oben in dieser Kiste? Und da haben wir ganz viel Tank, Leute. So, ich mach mal kurz hier diese Garage zu. Auf jeden Fall jetzt hier so einen neuen Eismann in der Stadt und der hat dort eröffnet, wo wir damals Streitschlichter gespielt haben. Ich muss nochmal ganz kurz schauen, wo das genau war. Und eigentlich sollte ich auch einige Leute mitnehmen, zum Beispiel Technik, den Technikverkäufer. So, wir können mal ganz kurz nachschauen. Technik! Ist er schon dort? Also irgendwie ist das ein bisschen komisch, weil hier ist gar keiner. Ist er vielleicht oben auf die Terrasse gegangen? Naja, das scheint hier auch nicht. Hier versteckt er sich auch nicht. Vielleicht ist er ja schon drüben. Und wir sollten noch Lukas, den Verkäufer, abholen. Genau, Moment, schauen wir mal ganz kurz nach. War das hier oder war das eine Straße weiter? Es war eine Straße weiter, Mist. Okay, also Lukas, der Verkäufer, wollte nämlich auch mit zum Eismann. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch eine Lieblingseissorte habt. Weil, ja, ich esse ganz gerne Eis, aber mich würde mal an dieser Stelle eure Eissorte interessieren. Da haben wir den Möbelexperten Jürgen, aber der Kollege Lukas, der Verkäufer, war ein Laden davor. Oder hier war der und Lukas, der Verkäufer, ist ebenfalls nicht da. Das ist ein bisschen merkwürdig. Naja, gut, vielleicht sind ja beide schon dort. Ist ja alles möglich, ne? So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal zum Eismann rüber. Ich denke mal, die sollten dann schon dort sein. Ihr müsst wissen, Leute, jetzt, wo ich das Video gerade aufnehme, bin ich noch zu Hause. Ich weiß nämlich nicht, wann dieses Video online kommt. Aber wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade im Urlaub in Dublin. Also ich mache jetzt auch mal Urlaub bis Donnerstag. Aber ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch noch dieses Jahr Urlaub macht. Und jetzt fängt es sogar noch an zu regnen. Eieieiei. Naja, gut. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, wo nochmal diese Kreuzung war. Wir waren dort ja schon, habe ich ja schon erwähnt. Haben damals dort Streitschlichter gespielt. Und eigentlich müsste das hier irgendwo sein. Wir sind schon da. Cool. Und da ist ja noch jemand draußen. Herr Trovato. Okay. Gut, das sollte es hier sein. Es regnet, deswegen gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Und da ist die Eisdiele. Und da haben wir auch schon den Eismann. Mysteriöser Eismann, okay. Komischerweise spinnt das hier gerade ein bisschen. Warum? Ah, da sehen wir das Eis, aber immer nur ganz kurz. So, jetzt sehen wir das Eis. Hier gibt es auf jeden Fall leckere Sorten. Es gibt Erzbeere, es gibt Waldmeister, Orange oder Multivitamine haben wir auch am Start. Alles Schoko natürlich auch nicht zu vergessen. Lecker, lecker, lecker. Ja gut, ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz rum und rede mal mit dem Eismann. Hey Eismann, alles gut bei dir? Ich habe ja hier einen Platz reserviert und warte mal ganz kurz, mir fällt auch auf, der
Möbelexperte, nee, nicht Möbelexperte, sondern der Verkäufer Lukas und Technik, der Technikexperte, die sind hier nicht. Wo sind die denn hin? Naja, vielleicht haben die noch irgendwas anderes zu tun. Kann ja auch sein. So, wir reden einfach mal mit dem mysteriösen Eismann. So, hey, mysteriöser Eismann, alles gut? Ich wollte mal das Eis austesten. Ich hatte ja hier einen Termin. Oh, hey. Ja, genau. Also, ich hab dir das Eis schon drüben hingetan. Ich hab relativ viel zu tun. Hier sind immer sehr viele Kunden. Also, wenn du willst, probier das Eis ruhig aus. Aber, ja, ich sag mal so, bleib hier nicht zu lange in dem Laden. Ich hab noch jede Menge zu tun und eigentlich störst du mich gerade ein bisschen. Okay. Aber warum störe ich dich denn? Ich meine, ich hab einen Termin gemacht und wollte hier nur Eis essen. Ja, frag einfach nicht. Ich will jetzt auch nicht mehr mit dir reden. Ich dreh mich jetzt um und muss meine Arbeit weiter. Okay, das kommt mir ein bisschen komisch vor, muss ich ehrlich sein. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir probieren mal hier das gute alte Eis aus. Schmeckt eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Aber, hey, das ist doch gar nicht das Eis, was da drin ist, oder? Täusche ich mich gerade? Das ist nicht das gleiche Eis, das sieht ganz, ganz anders aus hier. Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Naja, lecker, lecker, lecker. Aber ich kann jetzt auch nicht hier allzu lange bleiben. Ich würde sagen, ich nehme das einfach mal mit. Und muss auch sagen, ein bisschen komisch fand ich das Verhalten von dem mysteriösen Eismann auch. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht hat der irgendwas zu verbergen oder so. Ich weiß es nicht. Der schaut nur so ganz komisch rüber. Und warum die Scheiben hier getönt sind oder sich immer wieder verdunkeln, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Das hat zumindest geschmeckt. Aber gut, und wer ist denn das da hinten, Herr Trovato? Ey, du, da hinten, komm mal her. Meint der mich? Ich glaube, der meint mich, oder? Kann das sein? Okay. Hey, Herr Trovato, alles gut bei dir? Ja, danke der Nachfrage. Aber du bist ja dieser Pat, ne? Der komische Polizist hier. Es ist so, dass dieser mysteriöse Eismann dort, ja, sag ich mal, etwas krumme Geschäfte macht. Wie meinst du das genau, also krumme Geschäfte? Ich bin ein Spion, musst du wissen, und ich habe den beobachtet. Der führt dort regelmäßig Leute in seinen Knast ein. Also, du musst wissen, das ist keine richtige Eisdiele. Das ist auch kein Eis, was er da verkauft. Schau mal, du musst mal öfters vorbeischauen. Der hat hinter dem Laden hat er noch so eine, wie soll ich sagen, so eine Art Knast hinterm Bücherregal. Dort hat er schon viele Leute eingesperrt. Und ich würde auch sagen, dass du da auf keinen Fall unbewaffnet hingehst, weil der Typ ist echt gefährlich. Also, pass auf. Okay, gut, ich würde sagen, Leute, das hat sich jetzt nicht so gut angehört. Ich würde vorschlagen, wir holen uns ganz kurz mal eine Waffe aus der Basis und gucken mal, was dort genauer los ist, weil das würde natürlich erklären, wo jetzt meine Kollegen sind, beispielsweise Technik, der Technikexperte oder Lukas, der Verkäufer, der eigentlich in meinem Laden war. Vielleicht hat er die ja auch eingesperrt. Gucken wir am besten mal nach, was hier in der Kiste ist. Und wir haben hier ein Diamantschwert. Und Alter, warum denn jetzt so eine Rüstung, Leute? Ich will die gar nicht anziehen. Schaut euch das mal an. Einen Moment. Schon 3, 2, 1. Ich sehe aus wie ein Kuhmensch. Ich sehe aus wie eine Kuh. Ich bin doch keine Kuh. Naja, egal. Vielleicht lacht er dann ein bisschen, dieser Eismann-Typ. Okay, aber bewaffnet sind wir jetzt mit der besten Rüstung auf der ganzen Welt, einer Kuhrüstung. Naja, fahren wir rüber und jetzt schauen wir mal, ob der komische Trovato-Typ dort tatsächlich recht hat oder ob er uns angelogen hat. Das kann ja auch möglich sein, dass der nur ablenken wollte. So, und der ist tatsächlich nicht mehr dort. Was zur Hölle? Okay, also hat das wahrscheinlich doch was auf sich. Und wir können mal ganz kurz gucken. Bücher. Schaut euch das an, da sehe ich doch irgendwas. Das stimmt, glaube ich. Okay, Leute. Das heißt, jetzt ist die Frage, wie wir am besten vorgehen. Ich gehe nochmal ganz kurz von hinten. Hat man denn dort keine Fensterscheiben? Lol, der hat alles zugebaut, damit man doch davon nichts mitbekommt. Seht ihr? Das ist hier so ein ganz normaler Blumenladen. Da sehe ich doch sogar Technik, der Technikexperte. Er ist wirklich dort. Okay, Leute, das heißt, wir sollten keine Zeit verlieren. Und wir schlagen einfach mal zur Tat, ne? Wir schlagen zur Tat. Ich nehme die Waffe sofort in die Hand. Und rein da. 3, 2, 1. So, und hauen wir drauf. Oh, der greift mich an. Alter Schwede, was ist das denn für ein Verrückter? Der greift mich tatsächlich an und der macht mir auch ganz schön viel Schaden. Alter, so, weg mit dir. Alter, wie viele Herzen hat denn der?
Okay, so, ich muss auf Range gehen, Oh, der ist down. Perfekt, okay. Und hier, Willy Milly, der wurde wahrscheinlich schon die ganze Zeit hier geknechtet von dem. Oh, ich befreie die mal. Jungs, ihr könnt mitkommen, alles gut hier, kommt mit. So, komm mit. Also, Technik, der Technikexperte ist hier, Lukas, der Verkäufer. Und, das waren sie, glaube ich, ne? So, ganz schnell weg hier. So, ich würde sagen, ich fahre die nämlich ganz flott nach Hause. Jungs, ihr müsst hinterherlaufen. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit. Alter Schwede, was ein komischer Horror-Eismann. Also anders kann man das ja nicht sagen. Also das heißt, ich bringe erstmal den Technikexperten jetzt hier in Sicherheit. Am besten nach oben. So, kommen die Jungs auch noch nach oder? Hallo, Jungs, kommen sie noch? Oder ich bringe ihn einfach da nach oben auf die Terrasse. Hier sollte er auch auf jeden Fall sicher sein. So, aber wo sind denn die Jungs? Kommen sie mal langsam? Habt ihr schon gehört? Da, perfekt. Okay, moin Jungs. Okay, oder ich lasse beide hier, ne? Dann sind sie zumindest in Sicherheit. Der Eismann kann auch nicht mehr kommen, weil der wird wahrscheinlich auch wieder an die alten Orte hingehen. Naja, ich sag mal so, hier seid ihr sicher. Bleibt mal hier am besten stehen. So, Lukas, der Verkäufer und Technik, der Technikexperte. Ja, gut, dann war das ja wohl jetzt ein sehr spontanes Abenteuer. Gott sei Dank hat der Trovato-Typ uns vor der Eisdiele geholfen. Aber ja, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Like da. Ein Abo wäre auch Hammer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, Leute. Und ciao. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren.